Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Matthias Glocker. Schönen Donnerstag. Die Zahl der Alkoholsüchtigen in Vorarlberg ist hoch. Das zeigt eine aktuelle Statistik der Caritas. Monika Kromi von der Caritas Vorarlberg. Letztes Jahr waren es über 1400 Personen, die gekommen sind. Und es sind aber nicht nur die Betroffenen selber, sondern das waren auch Angehörige, die gekommen sind. Wir haben ca. 10% sind Angehörige gewesen, 90% die Betroffenen selber. Rund 40% der Vorarlberger Männer trinken mindestens zweimal pro Woche Alkohol. Weil eine 34-Jährige betrunken eine 92-Jährige samt ihrem Rollator umgestoßen hat, ist sie zu 15 Monaten Haft verurteilt worden. Die 34-Jährige hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut, als ihr die 92-Jährige mit ihrem Rollator über den Weg lief. Die Pensionistin wurde von der Frau dann einfach zu Boden gestoßen. Die Rentnerin erlitt dabei mehrere Prellungen und hatte Glück, dass nicht mehr passiert ist. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Bundeskanzler Christian Kern war am Abend zu Gast in Vorarlberg. Er besuchte die Top 100 Gala bei der Firma Liebherr in Nenzing und Kern war voller Lob für Vorarlberg. Meine Freude, daher zu kommen, ist wirklich groß, weil wenn du nach Vorarlberg kommst, dann spürst du, dass hier etwas anders ist. Das ist wahrscheinlich das unternehmerisch denkendste Bundesland ist und die unternehmerisch denkendste Region Österreichs schlechthin ist. Mit dem Wirtschaftspreis 2017 ausgezeichnet worden ist Dieter Gruber aus Frastanz. Gruber ist Vorstandsvorsitzender von der Verpackungsfirma Rondo Ganal. Der beste Slalomfahrer Österreichs kommt aus Vorarlberg. Johannes Strolz aus Waadt gewinnt das Rennen um die österreichische Meisterschaft. Matthias Graf aus Dornbirn verpasst um 400stel das Podest und wird Vierter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.